Ja, und da sind wir wieder. Ja, wir wissen ja, was uns jetzt hier erwartet. Nee, das will ich nicht sehen. Warum wir das aber nicht mitnehmen können, finde ich ein bisschen doof. 1,22, 27 Kilogramm. 23. Mai war das. Nicht der 22., der 23. Mai. Aber gut, mit der Information können wir auch nichts anfangen. 2, 3, 5. 1, 2, 2. Nein. 1, 2, 2. 2, 3, 5. Nein. Tja. Wie gesagt, keine Ahnung. Können wir erstmal langlaufen? Jetzt nehme ich erstmal das Feuerzeug. Ah, das ist aber auch Link. Da lockt einem dieses Wein hier rein in dieses Haus. Und dann ist es voller. Ich weiß nicht was. Ist ja leider das Problem. Komm, wir machen das nochmal. Um festzustellen. Vielleicht. Ich meine, die kam ja erst, als ich die Waffe genommen habe. Vielleicht können wir das ja auch schaffen, ohne die Waffe zu nehmen. Dann müssen wir nur vorher uns den Weg gut angucken. Und dann versuchen, hier rauszurennen. Oh Gott, das ist so finster. Wir müssen hier eigentlich noch geradeaus. Und dann sehen wir absolut gar nichts mehr. Dann müssen wir einfach geradeaus laufen. Nach rechts. Geradeaus, 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 geradeaus. Und nochmal nach rechts. Also, ja, aber hier ist es doof, ist, man sieht hier nicht, wann eine Wand kommt. Aber dann können wir lange geradeaus laufen. Also, ich versuche das jetzt nochmal. Wie gesagt, hier geht es dahin und dahin. Hier ist eine Waffe. Aber die bringt uns nichts. Quasi. Also, wir versuchen nochmal unser Glück. Wenn wir angegriffen werden, schlagen das Vieh weg. Oh Gott. Komm her, du Vieh. Oh, scary Larry, ey. Hey, verdammte Geisterpuppe. Wie uncool ist das denn, bitteschön? So was macht man doch nicht. Helfen Sie mir, helfen Sie mir. Dumme, fiese Schweinedinger. Irgendwas herausgefunden haben wir ja auch nicht. Nur, dass es hier auch ein Schließfach gibt. Und mehr nicht. Mist. Und diese Milchpackung von Lindsay Jacobs. Aber damit können wir auch nicht viel anfangen. Da unten ist noch eine Nummer. Die ist zu lang, um sie einzugeben. Und mehr Hinweise haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich weiß es nicht. Ich hatte ein bisschen Panik. Und ich will jetzt auch nicht 10-mal hier hin und her laufen, um irgendwas abzusuchen. Deswegen, wir gehen erstmal zur Polizeistation. Da ist sowieso da noch nicht alles verloren. Wir wollen ja diese Streifenwagen aufhalten, weil wenn die hier rumfahren, haben wir sowieso schlechte Karten, was das Weitergehen ankommt. Eine Axt kann fabrikieren. Ja, das haben wir, habe ich schon gelesen. Fabrikieren. Das ist keine gute Lichtquelle, aber besser als nichts. Und das stimmt. Ja, ich glaube, wir haben quasi gegen
mit gegen Schatten gekämpft oder sowas. Gegen irgendwas Dunkles. Auf jeden Fall, das brauchen wir erstmal nicht. Aber wenigstens haben wir einen Colt, eine kleine Handfeuerwaffe. Ob wir die brauchen oder... Na, brauchen tun wir sie bestimmt, aber ob wir sie nutzen, ist eine andere Frage. Was haben wir denn hier? Vermisstes Kind. Schon wieder ein vermisstes Kind. Ein anderes. Vermisstes Kind. Charlie Pendleton? Pendleton wie Murphy Pendleton? Vermisstes Kind. Du hast gesehen in der Robbins Grundschule, Entschuldigung. Sollten Sie irgendwelche Informationen zu Charlie Pendleton haben, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizeibehörde Boston. Da haben wir es, Boston. Genauso wie die das andere Mädchen, was verschwunden ist. Was hat also Murphy gemacht? Hat der Kinder entführt? Sein eigenes Kind auch. Bitte helfen Sie mit. Mhm, 555. Moment, wie viele Nummern konnten wir eingeben? 3 plus 3. 6 allerdings leider nur. Das sind alles zu viele Nummern. Und ich weiß nicht, wie wir das eingeben können. Aber der ist es auf jeden Fall nicht. Also die Nummer ist es auf jeden Fall nicht. Also in Häusern kann man sich vor Regen verstecken. Und vor Polizeiautos, vor Gegnern sowieso. Es ist gut zu wissen, aber wenn in diesen Häusern irgendwelche scheiß Gegner drin sind, dann macht das keinen Spaß. Hier ist ein Basketballkorb. Ein Basketballkorb. Das ist hier eine Schaufel. Da unten brennt Licht. Soll das symbolisieren eigentlich? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, ist da immer das Fragezeichen immer noch da? Das wüsste ich jetzt noch gerne. Ja, da ist immer noch das Fragezeichen. Und naja, ich glaube, wir werden... Ah, das ist doof, dass wir draufgegangen sind, weil ich halt nicht wusste, wie ich auf diesen Gegner reagieren soll. Vielleicht hätte ich später hier erstmal herkommen sollen. Aber naja, jetzt dafür ist es ja jetzt zu spät. Sozusagen. Und diese Polizeiautos, auf die müssen wir auch auf Acht geben. Was ist das? Ach, das ist einfach nur Schutt. Gut zu wissen. Irgendwelche Leitern können wir sehen. Sehe ich hier auch gerade keine. Und diese Axt ist verdammt praktisch, deswegen bleiben wir auf jeden Fall bei ihr. Ja, es ist ein bisschen schwer, die Gegner... Ist das ein Stein? Ja, es ist ein Stein. Es ist ein bisschen schwer, die Gegner auszuschalten und dann leben zu lassen. Man hat ja irgendwie das Bedürfnis, die wirklich auszuschalten, damit die einem nicht hinterherlaufen. Also, um hier sicher zu sein, müssen wir jetzt schnell über die Straße. Shit, 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 shit! Und zur Polizeistation wollte ich eigentlich sagen. Ah! Ich will eigentlich nicht gegen das Vieh kämpfen. Boah, das hält aber einiges eigentlich... aus. Was haben wir hier? Zwei. Beweismittel 2. Das sind Spuren. Das ist ein Vorschlaghammer, da geht's auch nicht weiter. Laufen wir hier mal durch. Sind wir in der Polizeistation? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir lesen mal den Bericht hier. Polizeibehörde Boston. Warum das Boston ist, frage ich mich gerade. Das macht nicht so großen Sinn. Fallnummer MA 0814 1969. Vorfall Fahrzeugdiebstahl. Meldende Officer Sergeant Matthew Baker, 26. Februar. Am 25.02. gegen 22.40 Uhr wurde der Verdächtige, geschwärzt von einer Anzahl Zeugen, siehe Anhang A, dabei beobachtet, wie er in der Broomfield Road 4050 oder 4050 in einen geparkten Polizeiwagen einbrach, Anhang B. Dann schaffte es der Verdächtige, den Wagen zu starten und verließ den Parkplatz mit überhöhter Geschwindigkeit. Gegen 22.45 Uhr
Freust du uns, ja? Da hat's gerade geknallt draußen. Erhielten die in der Gegend Streife fahrenden Polizisten und Lufteinheiten von Sheriff's Department die Meldung, das gestohlene Fahrzeug, und begannen mit der Verfolgung des Verdächtigen. Um 23.10 Uhr fuhr der Verdächtigte über die Route 5 auf die Interstate 94 Richtung Süden. Der Verdächtigte fuhr weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Interstate 94 und die verfolgenden Polizisten hielten einen sicheren Abstand, um das Risiko für Zivilisten zu reduzieren. Am 26.02. gegen 8.20 Uhr überfuhr der Verdächtigte die Staatsgrenze nach Ashfield und bog auf die Landstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt sperrte die Polizei das Gebiet für jeglichen Verkehr und legte Nagelbänder aus. Die Nägel setzten das gestohlene Fahrzeug außer Gefecht und gegen 8.35 Uhr kam es zu einem endgültigen Stillstand, angefertigt von M. Baker, Matthew Baker. How the hell did this get here? Ja, wir sind nicht in Boston, wir sind... Keine Ahnung, wo wir sind, aber wir sind eigentlich ziemlich weit weg von allem dem. Und wir sind jetzt in der Polizeistation tatsächlich. Ach, wir kommen hier nicht hin, ne? Das ist ein bisschen doof. Naja. Okay, da runter wollen wir auch nicht fallen. Oh Gott, ich hasse Abgründe. Wer hat eigentlich Abgründe erfunden? Wow. Wow. These must be the police call signs. Super, wir haben eine Taschenlampe. Ich bin so glücklich. Wieso funktioniert die Taschenlampe nicht? Schwere Taschenlampe mit einem Griff. Nein, wie mache ich sie denn an? Nein, Murphy. Nimm erstmal die Axt wieder auf. Cool. Erste Hilfe, Verbandskasten. So, da lesen wir erstmal kurz an unsere Ziele, die wir jetzt hier haben. Identifiziere die Rufnummer jedes Streifenwagens. Wenn ich die Nummer von jedem Wagen finde, kann ich sie vielleicht von ihrer Streife zurückbeordern. Und wie finde ich die Nummer? Gucken, was wir hier noch so haben. Das ist eine Feuerwerks, hier ist eine Tür, da könnten wir durch. Okay, cool. Dafür müssen wir aber scheinbar die Nummern finden. Zeitplan Streifendienst. Ist das schlecht? Oh, wir können ja ein bisschen ranzoomen. Oh, hätten wir das auch bei der Milchpackung machen können? T3N5? Stimmt das? D3? A5? Ruf. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Das ist echt schwer zu erkennen und ich weiß, ich muss mal checken, ob das uns was bringt. Hier mit dem Bericht. Für Baker, da steht aber auch nichts diesbezüglich. M.A., nee. Wir haben hier dieses ABC, es müssten also 4 Streifenwagen sein. Wir haben das jetzt mal hier eingegeben. D. Jetzt habe ich ganz vergessen, wie das, was da stand. 3, 5. 3, was sieht hier aus wie eine N? Eine 1. Entschuldigung,
7, 5. Also einen haben wir scheinbar zurückgerufen. Aber das mehr, weil wir das herausgeraten haben, als es wirklich gewusst. Statistiken, wir. Ach, weil wir ja gestorben sind, sind wir wieder. Na, ist das doof? Jetzt sind wir einmal draufgegangen. Naja. Brauchen wir erstmal das Medikit nicht. Das speichert etwas. Okay. Was finden wir hier noch? C. Was habe ich eingegeben? War das eine 7? Sieht aus wie eine N da oben, ne? Da hat jemand sehr gut verwischt. Auch hier sieht das aus wie ein N. CBA ist es wahrscheinlich aber. C4 68. 4 6 8. C4 vielleicht 8 6. C4 keine Ahnung, 2 3. Vielleicht können wir sie ja dann zurückrufen. Hier ist Johnny! Nehmen wir lieber die Frische. Nein! Ah, oh, verflucht! Was habe ich nur davon? Weil ich die Steuerung wieder verplant habe. Ja, mach die mal. Nein, mach die doch mal an jetzt. Es ist so ätzend gerade. Kann er die nicht anmachen? Ist die kaputt oder was ist da los? Oder kann er die nur anmachen, wenn es dunkel ist? Ich weiß es nicht. Okay. Im Uhrenturm. Okay. Hier hat jemand ein Rauchproblem? Wir haben ein Gemälde gefunden. Okidoki. Die Polizeistation. Wenigstens sind wir hier erstmal mehr oder weniger sicher. Können wir uns das Gemälde angucken? Mysterien. Scheinbar nicht. Wir haben nur dieses Gemälde gefunden. Ich wüsste zwar wahnsinnig gerne, wie wir die Kombination herausfinden. Der Uhrenturm steht hier, glaube ich, noch nicht drin, oder? Da ist das Kino. Mal gucken, Polizeistation, First Rock, Bank. Okay, wir haben hier eigentlich nur dieses Ziel, hier rauszukommen, aber das können wir gerade eben nicht machen. Und wenn es regnet, genau so war das. Wenn es regnet, sind die Viecher aggressiver. Ja, es ist doof, dass wir das Medikit verwendet haben. Ich komme gerade voll nicht klar auf diese verdammte Taschenlampe. Die muss doch funktionieren. Es kann doch nicht sein, dass es nicht geht. Jetzt nimmt er immer das Feuerzeug. Nee, das muss doch irgendwie. Nee, Entschuldigung. Nein. So komme ich hier rein. Ah. Gemälde Verzweiflung, aha. Schwere Taschenlampe mit einem langen Griff ausrüsten.
Nein. Okay, das ist Schlagen. Ist das so eine Art Schleichen? Ach, ich Trottel, jetzt weiß ich wenigstens wieder, wie das funktioniert. Entschuldigung, ich habe die Steuerung gerade total vergessen, deswegen... Naja, mal gucken, ob wir noch die anderen Polizeiautos finden. Die oberste haben wir ja gefunden. Das heißt, es die anderen suchen. Oder zumindest irgendwie einen Weg hier rausfinden und noch Kombinationen sammeln von zwei Spinden. Aber ich weiß nicht, wo wir die finden.